Herzlich willkommen zur bereits 19. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. In dieser Sendung heute erwartet uns wieder ein ausgesprochen dichtes Programm. Und zwar geht es um Folgendes. Zuerst widmen wir uns heute dem Thema LinkedIn Top Voices. Die aktuellen Top Voices 2019 für die Dachregion sind diese Woche veröffentlicht worden. Einige bereits altbekannte Profile dabei, die bereits bei den Top Voices in den Vorjahren dabei waren, aber auch einige neue Gesichter. Die werden wir uns also anschauen und außerdem heute ein Interview mit Profilerin und Kriminologin Patricia Staniek. Sie wird uns einiges erzählen über das Thema Status und über ihr gleichnamiges neues Buch. Und weil es ja heute um das Thema Status geht, verlose ich auch zwei Exemplare mit dem Löwen auf dem Kopf. Es geht eben um das Thema, wie entsteht gesellschaftlicher Status, was bedeutet er in der Kommunikation? Und wir haben ja hier auf LinkedIn sozusagen auch einen, sogar einen Indikator für, wenn man so will, den technologischen Status auf der Plattform. Und zwar in Form des Social Selling Index, des SSI. Und deswegen eine zum Gewinnspiel eine kleine Competition. Postet einen Screenshot eures SSIs hier zur Show in die Kommentare. Der höchste SSI und der niedrigste SSI gewinnen jeweils ein Buch. Ja, also wie gesagt, einfach euren Social Selling Index bei den Kommentaren reinposten. Ihr findet ihn unter linkedin.com/sales, also SSI, Social Selling Index. Ja, und damit kommen wir gleich zu unserem ersten Thema, und zwar den besagten LinkedIn Top Voices. Wie schaut das in diesem Jahr aus? Die Top Voices gibt es ja schon länger und die werden nicht unbedingt für einzelne Länder, sondern für bestimmte Regionen von LinkedIn bereitgestellt bzw. ausgewertet. Da entsteht auch immer die Frage, nach welchen Kriterien erfolgt diese Zusammenstellung? Das Ganze funktioniert so, auf der einen Seite sind da maschinelle Kriterien, Kennzahlen, automatisch gemessene Reichweite dafür verantwortlich. Und dann geht es aber auch, soweit ich das verstanden habe, recht stark um die einzelnen Artikel, die ein Nutzer veröffentlicht hat. Und zwar werden die von der LinkedIn-Redaktion gelesen und ich glaube manuell bewertet. Wer sind also in diesem Jahr unsere Top Voices in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Der Artikel hier von Sarah Weber ist eben auch auf LinkedIn publiziert. Es sind 25 Nutzerinnen und Nutzer, die hier ausgewählt wurden. Die Reihenfolge ist alphabetisch, also kein Ranking sozusagen. Ich glaube neu dabei Andreas Weck, der Karriere-Ressortleiter des populären T3N-Magazins, eines der bekanntesten Medien zum Thema Online-Kommunikation, Online-Marketing in Deutschland. Sehr, sehr tolle Artikel, lese ich schon sehr lange. Andreas also hier für das HR-Ressort zuständig. Brigitta Wallmann, sie ist freie Fachjournalistin und Rechtsanwältin. Celine Flores-Villas, eine selbstständige Kommunikationsberaterin. Christian Miele, Partner bei eVentures, Christoph Käse, der CEO von Axel Springer Hi, oder Hü, ich glaube Hi sagt man. Don Dahlmann, ohnehin eine Legende im Bereich Automotive und Mobility, sein Thema eben auch auf Gründerszene. Elke Benning-Ronke, Managing Director von Benning & Company. Fabian J. Fischer, Geschäftsführer und CEO von eTribes. Ferdinand Dudenhöfer, Direktor des Center Automotive Research von in der Universität Duisburg-Essen. Also ja, Automobilbranche, da tut sich momentan natürlich sehr, sehr viel. Ich war vor kurzem bei V2C2 in Graz, einer der größten, oder wenn nicht überhaupt der größte, virtuelle Automobilentwickler am Gelände der TU Graz. Da ändert sich ja momentan sehr viel. Auf der einen Seite haben wir die E-Mobilität, die in den Startlöchern kann man gar nicht mehr sagen, die immer größere Marktanteile bekommt. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch das Thema autonomes Fahren, Stichwort Tesla, ein ganz, ganz großes Thema. Dann haben wir hier Philips
Scarcella oder Scarcella. Sie ist selbstständiger Leader und Business Coach. Folge auch schon lange auf LinkedIn, immer sehr, sehr interessante Updates. Frank Riemensberger, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Accenture Deutschland. Gunnar Kilian, der Personalvorstand des Volkswagen-Konzerns. Also Personalthemen natürlich auch immer eine große Sache bei LinkedIn. Günter Wagner, Coach und New Work Philosoph, hat sein eigenes Unternehmen Wagner Consulting. Dann Hannes Amitzreiter, auch schon seit Jahren bei den Top Voices dabei, der ehemalige CEO von A1 und mittlerweile CEO von Vodafone Deutschland. Seine Frau Marie-Helene Amitzreiter habe ich vor kurzem beim Change Summit im Ötztal getroffen. Sie ist ja sehr in der Startup- und Tech-Szene unterwegs, auch demnächst hier zum Interview in der LinkedIn-Show. Freue ich mich schon sehr drauf. Inga Höldmann, Journalistin und Gründerin der Accelerate Academy. Und Ingrid Gersbach, Unternehmensberaterin. Ihr Unternehmen heißt Gersbach Business Analyse. Ja, was unterscheidet Ingrid von den anderen 24 Einträgen auf dieser Liste? Sie ist tatsächlich die einzige Österreicherin unter den 25. Ja, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, wir haben 8 Millionen. Rein statistisch hätten sich eigentlich bei 25 zwei ausgehen sollen. Dann haben wir hier noch Jana Tepe, die Gründerin und Geschäftsführerin von Tandemplay. Joachim Lang, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Katarzyna Moll-Wolf, Editorial Director und Geschäftsführerin des Emotion Verlags. Katja Diehl, Kommunikationsberaterin. Natalia Nepomniachtchka, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Gründerin und Geschäftsführerin von Netzwerkchancen. Patricia Laere, Wirtschaftsjournalistin beim Schweizer Rundfunk und bei Ringier. Philipp Deperieux, der CEO und Gründer von Adventure und Change Rider und Partner bei AI. Sarah Urbeinschick, Gründerin und Geschäftsführerin von Echte Mamas. Jasmin Weiß, BWL-Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg und die Gründerin von Yoloa. Jetzt kennen Sie die 25 aktuellen Top Voices 2019. Mein persönliches Ziel für 2021 ist natürlich auch, hier bei den Top Voices mit drin zu stehen, weil man soll sich ja durchaus hohe Ziele stecken. Ja, und damit kommen wir zum ersten Gast dieser Sendung. Patricia Staniek, sie ist Profilerin, Kriminologin. Das Status ist ihr drittes Buch. Ihr erstes Buch beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Profiling, Körpersprache, Mimiklesen. Im zweiten Buch geht es um die Mechanismen von Macht und Manipulation. Und hier in ihrem aktuellen Werk beschäftigt sie sich mit dem Thema Status. Bezeichnenderweise heißen die kleinen Dinger, die wir hier veröffentlichen, ja auch Status-Updates. Was für ein Zufall. Wie bereits erwähnt, ich verlose zwei Exemplare dieses Buches. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie hier unten einen Kommentar. Darüber freue ich mich sowieso immer. Fragen und Anregungen immer gerne. Und posten Sie, bei Kommentaren kann man auch Bilder posten, dazu einen Screenshot Ihres SSI, Ihres Social Selling Index. Sie finden den, ich werde den Link gleich posten in den Kommentaren. Und damit begrüße ich hier bei mir im Studio Profilerin, Kriminologin, Business Coach Patricia Staniek. Liebe Patricia, du hast vor kurzem dein drittes Buch veröffentlicht. Für unsere Zuseher, die dich noch nicht kennen oder vielleicht nicht wissen, was du machst, du bist Profilerin. Das bedeutet, du beschäftigst dich mit Körpersprache, mit Mimiklesen. Und in deinen ersten beiden Büchern geht es auch um diese Themen beziehungsweise um Manipulation und wie man sich davor schützt. Was hat Profiling mit Status zu tun? Ganz viel. Also ich bin nicht nur Profilerin, sondern auch Unternehmensberaterin, Kriminologin und Profilerin. Und zwar Profilerin für wahrnehmbares Verhalten. Und da sind wir, wenn wir das wahrnehmbare Verhalten ansprechen, sind wir schon beim Status. Denn über unsere Optik, über unsere Mimik, unsere Gestik, über Körpersprache, Stimme und Sprache drücken wir unseren Status aus. Das heißt, wir zeigen dem anderen, ob wir uns jetzt überordnen oder den anderen unterordnen oder ob wir die Möglichkeit von Gleichstatus suchen. Das bedeutet aber, dass Status nichts Fixes ist. Also ich habe jetzt einen bestimmten Status und den behalte ich dann sozusagen mein Leben lang bei, sondern
der entsteht immer neu, situationsabhängig, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich möchte so beschreiben, Status ist eine Kommunikationsform und bildet auch so ein bisschen die Qualität einer Gesprächsbeziehung ab. Ja? Also in welcher Statusform befindet sich jemand, wie geht jemand auf jemanden anderen zu? Also Status ist nicht statisch, Status ist dynamisch. Und zwar, ich spreche jetzt über das Statusverhalten, das jemand hat. Nicht zu verwechseln mit einem sozialen Status oder mit Statussymbolen. Wenn wir jetzt über die Kommunikationsform Statusverhalten reden, dann reden wir von etwas, was beweglich ist, was veränderbar ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch, da wird das ja auch viel verwendet. Man sagt beispielsweise, der genießt einen hohen Status in dieser oder dieser Umgebung. Und zugleich denkt man da oft auch an ja, ich sage mal, materielle Symbole. Wenn ich mir jetzt an eine Rolex, eine echte oder falsche, um mein Handgelenk tue, ändert sich dann dadurch mein Status? Naja, es kann die Wahrnehmung auf den ersten Blick sich verändern, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir mal von äußeren Status und von inneren Status reden. Und der innere Status kann ein innerer Hochstatus sein oder der kann aber auch Tiefstatus sein. Wenn ich mich jetzt innen hoch fühle, dann ist vermutlich die Körpersprache auch außen hoch. Wenn ich mich innen aber tief fühle, dann ist die Körpersprache außen auch tief und dann rettet mich auch kein Statussymbol mehr. Also das Ideale ist, wenn Menschen hergehen, sich überlegen, wo stehe ich denn von meinem Statusverhalten her? Was ist das, was ich ausdrücken möchte? Denn Status ist eine, oder wenn ich von der Statussymbolik jetzt spreche, ist auch eine Form des Ausdrucks von Lifestyle. Wie meinst du das von Lifestyle, dass sich das auch sozusagen mit der Mode oder mit aktuellen Trends ändert? Ich glaube, ein gewisser Grundstatus bleibt, aber wir haben auch Trends, wir haben natürlich Modeerscheinungen, wir haben Innovationen am Markt und ich halte es nicht für besonders wichtig, aber es gibt Menschen, die halten es für besonders wichtig, das neueste iPhone, das neueste Auto, mein Haus, mein Boot, mein Auto zu haben. Für mich liegt die Wichtigkeit darin, inneren Status zu haben, innere Stabilität und somit auch äußere Stabilität und Sicherheit und Selbstsicherheit auszudrücken. Natürlich gehört auch der optische Status, die Statuswirkung dazu, denn es gibt Leute, die haben zum Beispiel, ich denke da an den verstorbenen Niki Lauda. Niki Lauda war jemand, der sogar mit roter Kappe zum Opernball ging und konnte den Dresscode brechen, weil er Status hatte. Er hatte äußeren Status, was seine Persönlichkeit, was sein Charisma betrifft, aber er hatte auch gesellschaftlichen Status. Und sozusagen dieses Statuskapital, wenn man so will, ermöglicht dann auch mehr Freiheiten, die toleriert werden. Davon gehe ich aus. Ich glaube, ab einem bestimmten Level kann das durchaus so sein. Nur der optische Status oder die Statussymbolik, die schützt dich nicht, weil Status ist doch etwas Bewegliches. Auch jemand, der eine Rolex hat und mit dem Maserati vor der Tür steht, kann plötzlich in eine Diskussion kommen und in dieser Diskussion unterlegen sein. Also das eine schützt das andere nicht. Und ich bin als erstes mal dafür, dass man sich den persönlichen Status mal anschaut. Wo stehe ich? Vielleicht, wo war ich auch vor 5 Jahren? Wo stehe ich jetzt? Bin ich mit dem zufrieden? Geht's mir gut? Kann ich in Gesprächen die Oberhand behalten? Erreiche ich meine Ziele, erreiche ich Gesprächsziele? Und wenn dem nicht so ist, dann muss ich mir mal meinen inneren Status anschauen, also das, was sich innerlich in mir abspielt, dann aber auch meinen äußeren Status, wie wirke ich auf andere? Und da gehört natürlich dann auch noch die Stimme und die Sprache dazu. Denn wenn ich mein Statusverhalten optimiere, dann schaffe ich es viel leichter, mir Respekt und Gehör zu verschaffen. Ich habe, als ich dein Buch gelesen habe, ist mir ein Gedanke gekommen, du sprichst eher auch an manchen Punkten an. Wenn man jetzt zum Beispiel an die ganze Ranking, ich glaube, Flugscham ist jetzt bei den Wörtern des Jahres auch dabei zur Abstimmung. Ja. Könnte man jetzt sagen, ich sage mal, gehen wir mal weiter zurück, in den 80er Jahren war das prestigeträchtig, wenn ich sagte, ich fliege im Winter in die Karibik. Ja. Mehr oder weniger uneingeschränkt prestigeträchtig. Heute gibt es viele Leute, die sagen, ich setze mich in kein Flugzeug wegen des CO2s. Ich habe aber gestern, ich glaube, in den Nachrichten gehört, dass die Karibikreisen von Österreich aus in diesem Jahr um 20% gestiegen sind. Aber vom Status her ändert sich das dann, oder? Wenn sich gesellschaftliche Werte auch ändern.
Naja, man muss immer schauen, was ist Schein und was ist Sein. Wenn wir von Status reden, dann müssen wir mal von ehrlichen und authentischen Status sprechen und natürlich auch von den Statusfakern, die haben wir da auch. Denn genauso du wie auch ich, wir kennen immer wieder oder begegnen immer wieder Menschen, die nach außen hin vorgeben, etwas zu sein, aber es selbst dann nicht tun. Und da ist die Frage, wie viel Blabla lege ich so in den Tag hinein? Wenn ich persönlich möchte, dass sich umweltmäßig oder klimamäßig etwas verändert, dann muss ich auch einen Beitrag dazu leisten. Ich gestehe, ich komme gerade vom Flughafen von Frankfurt und stehe da auch dazu. Und weil wir gerade von Trends gesprochen haben, Richie, der neue Trend ist jetzt nicht mehr mit dem Flieger in die Karibik, sondern mit dem Fahrrad über den Jakobsweg oder große Touren mit dem Rad. Aber nicht jeder, also der Öko nach außen drauf hat. Genau. Was bedeutet eigentlich, also im richtigen Leben ist klar, wir haben Begegnungen, da drücken sich dieser Ansatz für die Online-Kommunikation. Wenn du jetzt an Social Media denkst, wir haben heute Facebook-Profile, LinkedIn-Profile, Twitter-Profile, haben die auch was mit Status zu tun? Ja, natürlich. Und da muss man entscheiden, was ist echter Status und was ist geschönter Status. Ja, also genauso wie Schönheitschirurgen, Schönheitsoperationen und Vollziehen und Botoxieren, habe ich den Eindruck, dass viele Profile auch ziemlich gebotoxt sind, dass die Tatsachen dem, was es sein soll, also nicht entsprechen. Und ich denke, was heute zählt oder wo wir in den nächsten Jahren wieder hinkommen werden, ist dieses verpönte Wort Authentizität. Bin aber davon überzeugt, dass man mehr und mehr authentische Menschen wieder brauchen wird und suchen wird. Und das ist für mich die Basis Glaubwürdigkeit, Authentizität. Ja, das entspricht auch sehr meiner Beobachtung. Ich würd gerne am Ende des Interviews dich jetzt noch fragen, für wen sich dieses Buch eignet, aber das spare ich mir, nachdem ich es gelesen habe. Ich denke, das eignet sich für jeden, der kommuniziert, beruflich oder privat. Ja. Insofern, wir verlosen hier in der Show 3 Stück. Mehr zu den Details in den Kommentaren. Liebe Patricia, vielen Dank für das Gespräch. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder mal Gast bei mir in der Sendung bist. Danke, Richie. Danke. Schöne Grüße aus Frankfurt. Dankeschön. Ja, also ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir alle haben Status, ob wir wollen oder nicht. Wir alle haben nicht unbedingt Status-Updates. Wie gesagt, wer selber reinlesen möchte, auf Wunsch, auch gerne mit Widmung, einfach einen Screenshot eures Social Selling Index unten in die Kommentare posten. Die Gewinnchancen stehen übrigens noch sehr, sehr gut. Hallo Jenny, hallo Robert, hallo Martin, danke Martin. Martin Spanik startet sein eigenes Live heute extra, später wegen dieser Sendung. Herzlichen Dank dafür. Heute überhaupt ganz, ganz fetter Videotag hier auf LinkedIn. Natalia war gerade vorher live oder ist noch live. Ja, irgendwie entwickelt sich der Donnerstag zum LinkedIn-Live-Videotag. Wie gesagt, auch wenn ihr kein Buch gewinnen möchtet, ich freue mich sehr über einen Kommentar. Das gierige Kommentarfeld nimmt eure Anmerkungen selbstverständlich sehr, sehr gerne entgegen. Also Screenshot eures SSI und ein Buch gewinnen. Und damit kommen wir zum zweiten Interviewgast dieser Sendung heute. Das Thema Storytelling ist wirklich in aller Munde derzeit. Aufmerksamkeit ist ein rares Gut in unserer Informationsgesellschaft. Um die Aufmerksamkeit wird gekämpft. Zuerst filtert einmal der Algorithmus und dann muss es uns auch noch gelingen, den Blick, das Interesse, den Fokus unseres Lesers, unseres Rezipienten auf unsere Inhalte zu lenken. Dabei spielen Fakten eine große Rolle, dabei spielen aber auch emotionale Faktoren eine mindestens ebenso bedeutende Rolle. Und mehr darüber erzählt uns Dr. Astrid Bettauer. Bühne frei. Normalerweise bin ich mit meinen Studiogästen in der LinkedIn-Show per Du. Heute ist das etwas anders, denn neben mir sitzt niemand geringerer als Frau Dr. Astrid Bettauer, ihres Zeichens Universitätslektorin und Expertin für PR, Aufmerksamkeit und Storytelling. Was ist Storytelling überhaupt? Geschichteldrucken mit ungebundener Krawatte?
Ja, es ist eigentlich Geschichteldrucken. Storytelling in Wirklichkeit ist Geschichteldrucken. Es geht vor allem darum, dass man gewisse Gehirnreaktionen auslöst. Weil es So wie wir es emotional, mit kennen. emotionalen Inhalten besser funktioniert. Man merkt, wir unterbrechen uns, wir sind verheiratet. Weil es bei emotionalen Inhalten besser funktioniert, als wenn man jetzt rein mit Absolut, Fakten arbeitet. absolut. Sobald ich emotionalisiere, funktioniert es besser. Das kann ich in jedem Bereich einsetzen. Egal, ob das jetzt, mir hat zum Beispiel vor kurzem ein Student gefragt, meine Oma ist Verkäuferin am Naschmarkt. Die hat dort ein Cool. Standl und die schreit immer herum und so und die ist total beliebt dort am Naschmarkt. Und dann hat er gesagt, naja, und dann hat sie gemeint, was ist denn das mit diesen Social Media und den Facebook-komischen Sachen, ja? Soll ich da auch mitmachen? Und dann hat er mich gefragt, soll ich das der Oma auch empfehlen? Bringt das was? Könnte sie auch Storytelling machen? Die Oma, die immer am Naschmarkt schreibt, was könnte sie machen? Ein Video drehen zum Beispiel. Genau, sie könnte ein regelmäßiges Video drehen. So die kleine Oma, die da immer steht und Ein ihre Livestream Kunden anschreibt oder ein Format. Livestream Überhaupt ein machen, ja? Livestream-Format. Aber Genau. ist das schon eine Geschichte? Wenn sie da steht, das ist ein Bild, das ist eine Szene, aber wodurch wird es zu einer Geschichte oder Zu Story? einer Geschichte wird es durch einen Dreiakter in Wirklichkeit. Einen Dreiakter? Der Das ist nichts Dreiakter, Unanständiges, nee, ein Dreiakter. Okay, cool. nee. Der Dreiakter würde bedeuten, dass ich habe jetzt eine Ausgangssituation, ganz normal. Dann habe ich eine beliebte Hauptfigur. Das kann auch ein Tier sein, durchaus. Also wie wir es in der Werbung auch oft haben. Es muss ein Lebewesen sein, ja, die Hauptfigur. Das Oder ist wichtig. anthropomorphisierte Maschine. Klugscheißer, ein Roboter zum Beispiel. Ein Wahrscheinlich geht Roboter, geht das da, wenn der auch, Augen geht hat und sicher blind schaut. auch, ja genau. Ja. Und dann habe ich einen Konflikt und dann habe ich eine Lösung. Der Konflikt bei der Oma am Naschmarkt wäre welcher? Keine Kunden, die was kaufen wollen. Zum Beispiel, Sie die steht da vorbeigehen. traurig rum und dann beginnt sie aber aktiv Und zu dann rufen und so überlegt und sie dann sich, ob kann sie was anders vielleicht rufen soll. Oder überlegt sich einen man. besonderen Ruf, ja? Was ja bei den klassischen Geschichten, wenn wir an Märchen oder die Sagen und so weiter denken, was oft vorkommt, wir haben den Held, wir haben sozusagen diese Herausforderung und oft ist er am Weg, kriegt er noch so eine Art Ermächtigungstool. Der brave Hans kriegt drei verzauberte Haselnüsse, die ihm dann helfen bei der Aufgabe. Oder auch Odysseus kriegt gewisse Hinweise auf der Fahrt, die dann später. Man sollte das auch einbauen oder kann vielleicht sogar das Produkt in einer solchen Story dann diese Ermächtigungstool sein? Naja, das Ermächtigungstool, wenn wir jetzt, ich denke jetzt gerade wieder an die Marktfrau, was könnte da das Ermächtigungstool sein? Eventuell bei ihr. Dass vielleicht jemand gerade vorbeikommt und sagt, die neuesten, was weiß ich, Paprika oder die neuesten Weinessige oder so irgendwas in die Richtung, ja. Also eine Novität, Du hast ja. eh gerade ausgesprochen, weil das wäre nämlich auch Aber der da Punkt. müsste es wer anderer sein, der dazwischen kommt. Ja, aber das wäre dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht mehr produktunabhängig. Da muss man wissen, was die verkauft, damit man sich Ja, sozusagen eine charmante Geschichte. Sind das absolut. Weinessige in dem Fall oder? Also sagen wir, es sind Weinessige, ist ja Bei egal. ihr ist es Ja. Bioprodukte, Obst, Gemüse, ja. Und Essig, ja. Könnte ja zum Beispiel ein Koch vorbeikommen, der sie auf die Idee bringt. Diese Genau. Wein, ganz die Weinessige mit Okay. einer ganz anderen Botschaft zu Genau. bringen. Okay, das Dann ist hätte also ich eine zweite Storytelling. Person. Aber das Cool. Ganze funktioniert eigentlich im Ursprung genauso wie ein Heimatfilm. Storytelling. Es war ja immer so, so wie Mit jeder gleicher Struktur, so wie jeder James Cameron-Film genauso. Plotpoint, genau, wie jeder großer Kinomovie auch aufgebaut ist, mit zwei Plotpoints. Das bedeutet, beim Heimatfilm war es halt der kleine Bub, der im Gebirgsbach gefallen ist und fast ertrunken wäre und den hat man gerettet und dann kam der Bergretter daher, ja, Drama genau, Drama, mit ja. der Spitzhacke und dem Der Konflikt, Seilhunker. genau. Und dann eben die Auflösung. Und das machen gewisse Unternehmen extrem gut, so wie Wer fällt dir da ein als Beispiel? Lego Movie ist ein Hammer.
ist unglaublich beliebt. Branding des Unternehmens, und aber auch als eigenständiger Kinofilm. Coca-Cola macht das extrem gut. Die gehen an Universitäten, an Colleges in Amerika, stellen eigene Cola-Maschinen auf, machen dort super coole Storytelling-Videos, wo einer mitfilmt, der so ausschaut wie ein Student oder ein College-Student, der drin steht. Ja. Und aus dem Automaten kommen plötzlich 100 Cola-Dings-Dosen raus und eine Pizza und dann noch ein Sandwich, und der filmt das alles mit und das verwenden sie dann. Ist natürlich eine ganz billige Geschichte, das muss man auch sagen, weil wir schon wieder bei dem Thema, PR versucht ja immer möglichst wenig Geld auszugeben oder hat weniger Geld als Marketing oder Werbung in den Unternehmen. Und wenn wir vor allem an NGOs denken, da ist es ein ganz wichtiges Thema. Je kreativer die Idee ist, desto mehr kann ich auch machen, um ohne Geld auszugeben. Weil ich keine Reichweite einkaufen muss, genau. Weil dann die virale Verbreitung auf uns. Achso, warte mal kurz, du bist da ganz blau. Sorry Martin, es geht nicht weg. Insider. Gut. Es ist noch immer voll blau. Es ist die virale Verbreitung, hat, finde ich, gar nichts mit Kohle zu tun. Es muss einfach extrem kreativ sein, es muss skurril sein. Und wir haben da gewisse Faktoren, wir haben die natürlichen Faktoren, die sind so quasi eben unsere Nachrichtenfaktoren, Konflikt, Kriminalität, Schaden, Erfolg und Prominenz natürlich. Wo man sonst da hinschaut. Wobei die meisten sind negativ, mit denen wollen wir nicht arbeiten, weil wir sind ja nicht in der Politik, in der Wirtschaft. Außer Politiker, die dürfen mit dem arbeiten, da ist es halt Usus. Aber dann haben wir auch die psychologischen Faktoren. Das ist ganz einfach, ja, wie wir Menschen ticken. Kindchenschema, Tierschema. Die Scripts, die der Christian Mikunda in seinen Büchern auch beschreibt, von David versus Goliath, verbotener Ort, künstliche Verknappung. Verbotener Ort ist so eine typische Geschichte. David gegen Goliath ist eine Geschichte. Wenn wir uns die ganzen Columbos anschauen, die sind so ein super Beispiel dafür. Columbo ist nichts anderes als der kleine Columbo kommt immer mit seinem abgefahrenen Wagen. Ja, da darf man abgefuckt sagen. Du darfst abgefuckt sagen. Darf ich abgefuckt sagen? Ja, okay. Der kleine Columbo kommt halt immer mit seinem abgefuckten Trenchcoat und seinem Wagen, der irgendwie so bruch, ja, daher und kämpft dann gegen irgendwelche so Pseudobobo-Reichen. Höherer Status. Das ist David gegen Goliath. Am Schluss ist nicht er nur aber doch der Schlauere. Da sagt der Christian Mikunda auch, da kommt David gegen Goliath und Inferential Beliefs, ein Mechanismus, durch diesen Trenchcoat, durch seine schludrige Art, die komische Zigarre und so, wirkt der Columbo nochmal chaotischer, sicher nicht intellektuell oder wie ein Inspektor mit brillantem, scharfen Verstand. Ja, wobei bei Inferential Beliefs, wenn du das erwähnst, sind wir schon wieder beim Thema, das ist so etwas wie, ich schaffe mir eine Marke. Wenn ich jetzt sage Lila, denkt jeder an Milka. Wenn man sagt Blau, denkt jeder an die LinkedIn-Show. Hoffentlich mittlerweile. Wenn ich jetzt sage, rotes Kapperl, hat jeder immer gesagt als erster. Niki Lauda. Genau. Jetzt noch, obwohl er schon tot ist. Ruhe, Frieden, aber vielleicht sehr stark verbunden. Ja. Und das sind Inferential Beliefs. Und damit arbeitet Storytelling auch sehr stark. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Intelligenzler, einen Nerd oder so darstellen, dann werde ich ihn möglichst mit einer Brille darstellen. Ja, der kleine Nerd im Hinterkammerl. Da gibt es sogar ganz bekannte Untersuchungen, wo man Probanden Bildern von Pornostars in voller Arbeitsmontur mit und ohne Brille gezeigt hat und sie ihre Intelligenz einschätzen hat lassen. Ja. Also wenig überraschend. Ja. Das sind diese Inferential Beliefs, die auch extreme Rolle spielen im Storytelling. Und was ich extrem spannend finde dran an dem Thema, ist, dass Storytelling länger sein kann. Also typischer Werbespot, weil typischer Werbespot hat, glaube ich, 2 Minuten 40 oder so. Wäre so der Durchschnitt, um die 2 Minuten. Niemals. Aber egal, wie auch immer, auf jeden Fall Storytelling ist interessant, dass viele Unternehmen darauf raufgesprungen sind und das über YouTube gespielt haben. Längere Videos.
Und längere Videos schauen wir uns an. Hornbach macht ganz viel in dem Bereich. Ja. Es muss aber dann schon richtig gut sein, sonst hören die Leute natürlich auf zu schauen. Es muss eine wirkliche Österreich Tourismus macht sehr spannende Videoproduktionen in die Richtung. Genau. Hofer bitte. Billa Hofer, die Geschichte mit dem... Aber das ist kein Entweder-Oder. Es gibt sehr interessante Contents für super kurze Spots und es gibt Geschichten, die man besser in längeren verpacken kann. Ja, wobei die Unternehmen dann schon überlegen, wie sie Kampagnen fahren, und man weiß mittlerweile, dass sie sagen, okay, dann machen wir in der Kampagnenplanung, die ja immer meistens über ein Jahr läuft und im September gemacht wird, dann machen wir mal die 3 Monate wirklich Social Media. Und machen wir es. Old school! Social Media ist nichts, was man nur für 3 Monate macht. Das heißt aber auch, diese Stories können, es kann jetzt innerhalb eines Videos so eine Story sich abspielen. Unternehmensstory kann aber natürlich auch über einen längeren Zeitraum und über mehrere mediale Artefakte, mehrere Updates und Postings verteilt sein. Metastory, die man dann aufbaut im Laufe der Zeit. Ja, das Optimale wäre natürlich, wenn ich eine Metastory hätte und immer Folgen habe, ja, quasi wie eine Serie. Ja. Das heißt, ich sage, ich habe das Thema Serie, genau. Wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich bin eine kleine Gärtnerei oder ich bin eine Gärtnerei, sagen wir mal in Wien oder in Niederösterreich. Ja. Ich stelle mir gerade vor, du bist eine kleine Gärtnerei, du meinst nicht schwer damit, aber okay. Sagen wir Inhaberin einer kleinen Gärtnerei. Was könnte ich denn da machen? Klugscheißer. Da könnte ich doch auch regelmäßig Videos machen auf einem YouTube-Channel zum Beispiel. Zeitraffer-Videos von Blumenknospen zum Beispiel. Ich kann eigentlich immer das Ganze ausnützen. Und was ich auch so spannend finde am Storytelling ist, dass es auch dieses Amateurmäßige sehr cool ist, weil auch das sehr gut ankommt. Das bedeutet, manchmal ist dieser quasi Schlüssellocheffekt extrem cool für die Leute, dass sie das Gefühl haben, sie können dir zuschauen. Und da darfst du durchaus mit dem Handy ein bisschen wackeln, ein bisschen. Vielleicht kritzelt es manchmal, du bist vielleicht unscharf, aber das kommt extrem gut an, weil dieser Amateur-Effekt erzeugt dieses Schlüssellochgefühl in uns Menschen. Ich darf dir zuschauen. Genau. Und das kann man nämlich auch gut ausnutzen. Wenn ich zum Beispiel als Unternehmen mir überlege, dass ich so meine Mitarbeiter mitfilme, hin und wieder, und manchmal so Videos macht. Natürlich mit dem Wissen und Einverständnis. Natürlich mit dem Wissen und Einverständnis, ist sehr klar. Und alles DSGVO-konform. DSGVO-konform, alles natürlich. Weitgehend. Aber mir vorstelle, dass ich mal so sehe, wie vielleicht eine große, weiß nicht, in der OMV, große Unternehmensabteilung oder so, die machen einen Channel wie Backstage, ich glaub, das Kommunikationsabteilung wird, und dann siehst du vielleicht den an, wie er so lustig sein Gesicht oder irgendwas, es könnte Schlimmeres sein, was er am Kopierer legt, ja, und solche Szenen, ja, das kommt extrem gut an, ja, glaube ich. Danke für das faszinierende Gespräch, Frau Dr. Astrid Bettauer. Eine letzte abschließende Frage habe ich noch. Es wäre ein totaler Zufall, aber halten Sie möglicherweise an den Europawirtschaftsschulen in Wien Workshops, wo man etwas über Storytelling und Texten fürs Web und so lernen könnte? Ja, definitiv. Aha, Links wie immer in den Kommentaren, da unter dem Video. Und an dieser Stelle, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Interview. Ein geradezu Hollywood-reifer Kuss und wir haben Hundebesuch bekommen. Hallo Cabri, auch eine Stammhörerin, Seherin unserer Sendung, Content-Marketing-Dog Deluxe. Herzlich willkommen Harald, hallo Stefan, hallo Petra, hallo Angelika. Angelika Wachowski, nebenbei in den Kommentaren, sehr empfohlen zu verfolgen auf LinkedIn. Glaube, ich habe sie eh auch schon mal beim Link Friday empfohlen. Immer sehr, sehr tolle Status-Updates. Gutes Beispiel dafür, wie man ja,
erfolgreich Eigenwerbung, Eigenmarketing betreibt, ohne das Ganze irgendwie wie Werbung oder Marketing ausschauen zu lassen, eben sehr, sehr hilfreiche und nützliche Inhalte. Muss an der Stelle auch mal gesagt werden. Und das waren auch schon wieder unsere beiden Interviews. Die Stammseher der LinkedIn-Show mit Datenschmutz wissen natürlich, dass wir an dieser Stelle noch keineswegs am Ende der Sendung sind, sondern uns fehlen noch die Status-Updates der Woche. Was gab es diese Woche hier zu berichten? Britta Behrens bemerkt verstärkt ein Phänomen, nämlich dass sie Anfragen von Unternehmen bekommt, die Personenprofile missbrauchen, um Kommunikation zu betreiben. Personenprofile funktionieren auf LinkedIn doch recht anders als Company Pages, kann mit Company Pages keine aktiven Kontaktanfragen ausschicken und so weiter. Ja, das ist definitiv eine Unsitte. Britta vermutet, dass das teilweise auch sozusagen strategisch so passiert, dass die zuerst ein normales Personenfoto hochladen und dann das Profil später irgendwann switchen. Wer so etwas macht, glaubt vielleicht, er ist besonders schlau, aber in Wahrheit, sobald so ein Account gemeldet wird, ist er dann ganz, ganz schnell in der Rundablage verschwunden. Ja, vor dem nächsten Status-Update nochmal eine kurze Erinnerung. Gewinnspiel zum Buch Status. Ich verlose 2 Exemplare unter allen Kommentatorinnen und Kommentatoren, die hier zu diesem Video einen Screenshot ihres SSI, ihres Social Selling Index posten. Wie gesagt, das Gewinnspiel endet nicht mit der Sendung, sondern läuft noch Sonntag bis 0 Uhr weiter. Und dann entscheidet nicht das Los, sondern der oder die mit dem höchsten und niedrigsten SSI gewinnt dann jeweils ein Buch, auf Wunsch auch gerne mit Widmung. Bernd derzeit ganz, ganz führend dabei. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Status-Update der Woche, und zwar von Martin Goldmann. Martin hat hier ein kurzes Video aufgenommen über den Mythos, ob LinkedIn eben Status-Updates mit Links abwertet oder nicht. Also allgemein heißt es ja, dass LinkedIn-Postings schlechter bewertet, wenn diese mit Links auf andere Quellen verweisen, also auf einen Blogbeitrag oder ein YouTube-Video und so weiter. Ich bin mir da nicht mal so sicher, ob das wirklich der Fall ist, weil die schlechtere Resonanz auf solche Beiträge kann auch daher kommen, dass sich die Leute einfach diesen Link nicht antun wollen. Also die wollen nicht draufklicken und weg von LinkedIn, wo sie gerade eben mal nur durchscrollen oder... Also durchaus ein interessanter Punkt, liegt es an der Interaktion. Meinen persönlichen Beobachtungen nach, wobei sich das natürlich sehr, sehr schwer vergleichen lässt, weil man kann weder zweimal in denselben Fluss springen, noch zweimal dasselbe Status-Update posten. Ich hätte schon auch vermutet, dass Links die Reichweite durchaus verringern, aber vielleicht liegt sie auch tatsächlich primär an den Interaktionen. Dann haben wir hier ein spannendes Update von Phyllis Scarcella. Wir hatten sie heute bereits einmal in der Sendung. Phyllis gehört nämlich zu den 25 LinkedIn Top Voices aus dem Dachraum und sie fragt in ihrem Posting, was wir vom Verdecken halten. Also in letzter Zeit ja sozusagen eine grassierende Sitte, dass man nicht jetzt unbedingt nur die 2-3 Leute, die vielleicht, auf die sich ein Posting konkret bezieht, taggt, sondern einen größeren Teil des Netzwerks, eben 10 bis 20 Menschen, finden manche super, andere weniger toll. Das Wort Tagging-Spam ist bereits auch schon gefallen. Ja, ich habe dazu durchaus eine Meinung. Ich verwende Tagging selber auch viel. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument, aber wie bei allem macht natürlich letztendlich die Dosis das Gift. Und ich denke, man kann diesen Mechanismus auch mal recht gut nutzen bei einem Posting. 20, 25 Leute zu taggen bringt dann oft auch Interaktion, aber ich sage euch eines, alles ist Gift. Nur die Dosis macht den Unterschied. Wenn man das ständig und bei jedem Posting gewohnheitsmäßig tut, dann wird es einfach dazu führen, dass die Leute irgendwann nicht mehr reagieren. Also wenn man Tagging sinnvoll nutzen will, dann wird man sich in jedem Fall überlegen müssen, welche Personen man mit welchen Inhalten taggt. Dann macht das Ganze natürlich sehr viel Sinn. Als letztes Status-Update der Woche, die liebe Ellen Meyer. Ich mag ihren Style einfach. Sehen Sie das hier? Ein Backofen sollte mehr können, als dich gut aussehen zu lassen.
Das ist eine Jobanzeige für iHouse. iHouse sucht einen iOS-Developer. Link wie immer in den Kommentaren, falls Sie iOS-Developer sind. Ich finde das sehr, sehr auffällig und sehr gut gemacht. Ja, Ellen Meyer-Style eben. Und das ist das letzte Status-Update der Woche. Damit kommen wir zur Ankündigung, die in der LinkedIn-Show am Donnerstag um diese Zeit immer an der Stelle folgt. Heute ist nämlich Donnerstag, ergo morgigen Tag Freitag und somit ein Linked Friday, bereits der 21. Wie ihr hört, galoppiert der Linked Friday der LinkedIn-Show sozusagen zwei Ausgaben voraus. Also LinkedIn-Show Nummer 19, LinkedIn Friday Nummer 21 morgen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid. Und das war's. Eine, wie ich meine, sehr instruktive Sendung mit zwei sehr spannenden Gästen. Buch von Patricia gibt's zu gewinnen. Die Sendung auch später jederzeit zum Nachschauen. Entweder hier oder auf meinem YouTube-Channel oder am Blog. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und Richie raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Donnerstag um 16 Uhr zur LinkedIn-Show Nummer 20. Ahoi.